Hallo Leute, ich bin hier auf dem Rockhard. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu schlimm. Oh Gott. Ich hoffe, der Wind ist nicht zu schlimm. Uns geht ja auch schon tierisch auf den Sack. Das Zelt flattert die ganze Zeit. Man hört das hier wirklich echt extrem. Man kann schon nur schlecht schlafen. Ich bin hier gerade am Eingang. Das ist dieser Möchtegern-Eingang. Dahinter sind schon eine Bühne, da hinten steht die andere. Und ja, mal sehen, was noch alles so gibt. Achso, da oben. Wo bin ich denn hier? Da, Moment. Da, genau. Da bei diesem Kreuz, da steht die Teufelsmauer, da werde ich auch nochmal hochgehen. Aber ja, mal sehen. Gut, das ist jetzt mein Zeltplatz mit Autos ungewohnt für mich, aber ich habe mir sagen lassen, das ist öfters so, dass man hier wirklich mit Autos kommt und dazwischen die Zelte aufbaut. Naja, mal sehen. Also hier sehen wir jetzt diese Teufelsmauer. Ich habe jetzt auch die Geschichte dazu gehört. Die ist eigentlich recht schnell erzählt. Gott hat zum Teufel gesagt, dass der alles haben kann, was er innerhalb von einer Nacht umzäunen kann. Also mit irgendwie, oder einmauern kann, wie auch immer. Und er muss aber aufhören, wenn der erste Hahn kräht. Und dann fängt der Teufel eben an, mit dieser Mauer. Und dann läuft zu seinem Pech, läuft eine Frau mit einem Korb auf dem Rücken durch den Wald. Und da ist ein Hahn drin. Und dann lässt du den Korb irgendwie fallen, warum auch immer, wenn man den Korb fallen lässt, der auf dem Rücken ist. Und der Hahn kräht natürlich dann, weil das gefällt ihm dann doch irgendwie nicht. Und der Teufel denkt dann eben, die Nacht ist vorbei und reißt dann aus Wut die Mauer ein, weil er noch nicht fertig war. So einfach ist die Geschichte. Ich guck mal, dass ich dann oben mal ein paar schöne Bilder kriege. Von dem ganzen Festival. Gott, ist ja anstrengend. Ich hoffe, man kann es nicht verstehen. Ich verstehe mein eigenes Wort kaum. Der Wind zieht einem hier wirklich die Rotze aus der Nase raus. Und ich bin ein bisschen krass. Ich stöpfe einfach nur abartig. Ich habe nicht die Rotze aus der Nase raus. Und ich dachte, hier ist besser. Das kann man jetzt irgendwie erkennen. Hier kann man das schön sehen. Diese ganzen Riefen im Stein und Adern. Das ist total natürlich. Und das ist echt der Hammer, dieses Gestein, weil überall hier ist das so ätrig. Wie soll man das nennen? Das ist unglaublich, das muss ein extrem widerstandsfähiger Stein sein. Und die Adern wahrscheinlich schwarz oder sowas. Mal sehen, ob ich jetzt noch... Ah, das erkennt man ganz gut. Das Kreuz noch da oben drauf, da habe ich da oben gestanden.
Da konnte ich nicht stehen bleiben. Ganz einfach aus dem Grund, weil es mich da dann fast weggeweht hat. Ich bin jetzt nicht unbedingt so der schwere Kerl, von daher, naja, hat es mich da fast weggepustet. Jetzt wollte ich nochmal auf die Rückseite gehen. Und, oh, hier ist es. Ah, so windstill. Aber es ist natürlich auch wieder dieser extreme. Dann steht hier wirklich nur so ein Massiv mitten im Nirgendwo, muss man wirklich sagen. Das hatte ich jetzt nicht. Im Hintergrund hat man bestimmt das Dorf gesehen, als ich da den Camping Ground gefilmt habe. Geschnitten, wie auch immer. Sehr interessant, was die Leute sich dann hier einfallen lassen, einfach so. Da ist dann eben immer noch überall derselbe Fels mit den Adern, wobei man die hier jetzt gerade nicht so sieht, weil es hier wahrscheinlich nicht so gegen regnet und das Zeug ausspült. Massiv und ja, hier geht es nicht weiter und hier ist auch schon ein relativ großer Abgrund. Und die Bombe ist zerlegt, scheint weiter. Naja, mal sehen, was ich noch am Festivalplatz finde. Ich gehe jetzt erstmal wieder runter. Jetzt habe ich schon wieder eine Frau gefunden. Noch was Lustiges, ein Zelt, was man vom Auto aus abklappen kann. Dahinter steht noch eins. Das finde ich jetzt sehr interessant. Ich habe ihn noch nie gesehen, aber es ist eigentlich ganz genial. Und man hat es trocken, man hat nicht viel zum Aufbauen und das Ding steht auch einfach. Ja, hier haben wir dann, wow, was ist das denn für ein Fahnenmast? Das ist ja gerade erst. Ist ja echt extrem, was die hier alles anschleppen. Und dann ein Solarpanel oben drauf. Und dann. Gut, da haben wir hier noch. Wo haben wir das? Da. Da haben wir eine zusammengenähte Fahne. Ich erkenne jetzt gerade nicht, was drauf ist. Das erkennt man auch im Video wahrscheinlich besser. Und ja, hier sind wegen generell relativ viele Fahnen. Und mal sehen, was ich noch so finde. Bestimmt noch andere lustige Sachen hier. So, ja, Rockhart ist jetzt vorbei. Warum filme ich das Auto? Keine Ahnung. Ich filme jetzt gerade mit wenig Licht, deswegen ist halt ein bisschen langsamer. Hier waren unsere Zelte. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Zelte haben wir gestanden. Das haben wir jetzt innerhalb von wenigen Minuten praktisch zusammengeräumt. Und es war ein schönes Festival. Am Anfang ein bisschen kalt und auch regnerisch. Aber. Ja, das hat sich jetzt am dritten Tag gebessert. Wir haben alle schönen Sonnenbrand, also hauptsächlich auf der Nase. Und da hat jeder wirklich Sonnenbrand. Und dann später noch die Arme, weil wir dann unten waren und so weiter. Ja, viele schöne Bands. Großer Platz, großer Zeltplatz. Habe ich ja schon gezeigt. Und den kann ich ja nochmal. Wow, das sieht ja hier richtig hell aus auf meinem Bildschirm. Es ist aber eigentlich recht dunkel.
es sind noch relativ viele Zelte da. Es ist dafür, dass den Tag über haufenweise Leute gegangen sind, sind noch sehr viele Zelte da. Obwohl man dann auch tatsächlich dann Lücken sieht, hier und da. Und ja. Aber alles in allem, schönes Festival, gut organisiert. Und ja, ich freue mich aufs nächste Jahr. Da komme ich dann hoffentlich besser ausgestattet her mit Fahnenmast und Jeep und was nicht nur allem. Solarpanel haben wir dann noch überlegt, dass wir das vielleicht noch brauchen könnten, wenn wir denn dann da. Ja. Dann haben wir auch Musik. Und ja. Wir fahren jetzt eben schon nachts nach der letzten Band, also nicht ganz nach der letzten Band, da kommen noch zwei nach dem Headliner und danach fahren wir dann, also nach dem Headliner um 12, dann machen wir morgen hier das Chaos nicht mit, weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier einiges los ist, wenn hier mehrere 10.000 Leute hier von diesem Zeltplatz runter wollen, alle mit dem Auto und das könnte ein riesen Chaos geben, deswegen fahren wir eben jetzt nachts. Und ja, Wind hat übrigens auch abgeflaut, sich gedreht. Jetzt ist es nahezu windstill. So, ja, und das war's auch wieder. Ich melde mich dann vom nächsten Festival. Das nächste, was ansteht, wäre dann wohl das Summer Breeze oder eins der kleinen Pelle oder Tells, je nachdem, ob ich da dann noch Aufnahmen mache, weil ich da nicht genau weiß, wie lange ich hin kann und so weiter. Mal sehen. Bis dann.